Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Die Seebestattung Episode 2. Burial at Sea Episode 2. Wir wurden gerade von den Lutesses. Omniscience and croissants for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and I... If I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Ich verstehe so wenig von diesem Spiel bisher. Wir sind Elizabeth und wir gehen wieder zurück nach Rapture. Aber irgendwie springen wir gerade auch noch in Realitäten hin und her. Lutesses warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition. To just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm wahrscheinlich nicht. Never going back to Paris. And you, you're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You've decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Suchong. Okay, wir ziehen mal am Hebel, während ich schon am Rad drehe. Okay, wir müssen Suchong finden. Und dieses Spiel verwirrt mich immer mehr. Also der erste DLC, fand ich schon ziemlich verwirrend. Und der zweite schlägt genau in diese Kerbe rein und macht genau da weiter, wo der erste aufgehört hat. Wow, also hier multiple Universen und parallele Zeitstränge, das ist alles, glaube ich, zu viel für die meisten Hirne. Für meins auch. Vielleicht für euers ja nicht, aber für meins schon. Ein paar Spinnenweben. Wir fahren jetzt runter. Ich denke mal nach Rapture rein. Und suchen Suchong. Oh, my hand. Mark my words. Palm of my hand. Jetzt sprintet sie dauernd. Ah, ich kann mich lautlos bewegen, okay. I think I'm gonna have to use this air grabber. It's gonna be messy, I don't know if... Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. And that's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Okay, Wasser macht Geräusche, sprich wir müssen dem Wasser ein bisschen aus dem Weg gehen. Vorschule, Ryan der Löwe. You'll want to get the drop on him and quiet. He can't hear what's only in your head. Habe ich denn irgendwas, um den jetzt auszuschalten? Schleich in den V, um ihn sofort K.O. zu schlagen, okay? Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body? From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Okay. Ach, der schläft jetzt. Und schnarcht. It's up to us to see they become... Don't return to mud. Das ist ja richtig ein Sneak, ein Stealth-Adventure hier. You can mold them for life. Wo ist der denn, der Typ? Henry, fetch that black label Lacus, the 12-year-old single malt. Let's discuss this like men. Ah, da ist er, okay. Henry! Henry ist tot. Now let's get his lockpick. Haben wir. Und wir learn how to pick locks, wie man Schlösser knackt. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm.
Simple enough. Just a six-pin tumbler. Was? But there's an alarm. Huh. I could come in handy, though. Wieso? Drücke F, um einen neutralen Stift zu treffen und das Schloss zu öffnen. Ein roter Stift öffnet zwar das Schloss, löst aber auch Alarm aus. Hä? Okay. Cool. Warum auch immer wir Alarm hätten auslösen sollen? Ich will doch keinen Alarm auslösen. Warum denn? Michael Ramsey, Oliver Hong, Corey Stör. Um einen Erste-Hilfe-Kasten zu benutzen, drücke G. Die Zahl oben links zeigt einem, wie viele Erste-Hilfe-Kasten du hast. Einen, okay. Sollen wir den mal benutzen? Wir benutzen den einfach mal. Ist ja immer noch ein bisschen Tutorial hier. Joe, says Peter the Parasite. We all deserve a piece. If I earn a nickel, isn't it my right to buy candy if I see fit? No, says Peter the Parasite. You must only buy fruits and vegetables. If I can afford to see the doctor, is it my concern that others cannot? No, says the damnable parasite. We must all crowd our way into the physician's office. Ryan the lion says, chew on that, you parasite. Sehr gut. Der Parasit will, dass wir alle zum Arzt gehen und dass wir nur Obst und Gemüse kaufen von unserem Geld und keine Süßigkeiten. Das ist doch wohl nicht wahr. Armbrust aufheben. Sure you're ready to use that? It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? No one ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. And what does the lion warn us? Verdecktes Vorgehen ist meist sicher und effizienter. Schleiche dich an Gegner und schlage sie K.O. Wenn du entdeckt wirst, verschwinde aus dem Blickfeld und verhalte dich ruhig. Those who cannot create will always steal from those. Wollen wir den mal aus der Entfernung ausschalten? Fump. Where is your empathy? Und das stört jetzt keinen. Find it in the dictionary under L-I-E. Jetzt kommt die von hier hinten, glaube ich. What does Ryan tell us about the tragedy of the commons? I heard that. Ah! Look long and hard enough, the parasite will reveal itself. Du hast nichts gesehen und nichts gehört. Alles gut. Alles gut. You'll find no handouts here. Komm her, komm, bleib stehen, bleib stehen. Scheiße. Nahkampfangriffe betäuben Gegner, die dich bemerkt haben, lediglich. Verstecke dich also, bis die Suche aufgeht. That only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way if they don't see you coming. Scheiße. Ich bin doch voll schlecht in so Stealth-Sachen. Niemals. Die haben wir getroffen und erledigt. Aber hier ist noch eine. Um auf all deine Waffen zuzugreifen, halte E gedrückt, um das Waffenmenü. Ja, okay. Wir haben jetzt gerade keine Munition mehr. Wir wollen mal gucken, ob wir den anderen auch noch irgendwie finden. Wir legen den mal an, den Revolver zur Sicherheit. Wo ist denn der letzte hier? Der letzte Kollege. Wem redet der denn? Seems to me you're against a guy making an honest buck. I thought Rapture was open for business.
Es scheint da drin zu sein. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen rum, weil Gesundheit können wir gerade sehr gut gebrauchen. Okay. So, wo hängt der rum? Hier nicht. Ah, Eve? Können wir auch noch haben? Ist ja auch cool. Da. Phew. So, dann wäre da Ruhe. Was haben wir hier? Munition. Da geht's wieder raus. Hier haben wir noch einen Schreibtisch, wenn wir nichts machen können. Ich finde es gut, dass sie sich immer... Ich finde es bisher gut, dass sie sich immer unterhalten. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir schleichen trotzdem mal weiter. Ryan Discipline. Offizielles Prozedere für Problemkinder ist das Benutzen von Besessenheit, also von dem Plasmid besessen oder Munition. Besessen, ja, wie hieß das denn? Auf jeden Fall das, womit ein anderer kontrolliert, ist angemessen für Kinder, die Problemkinder sind. Das ist sehr schön. Was war hier? Öffnen? Was öffnen? Ach, da. Elisabeth hat eine ganz schöne Reichweite. Was die alles öffnen kann? Ist ja unglaublich. So. Kann ich mal aufstehen? Hoffe ich. Geld. Ah nein, ich habe geraucht. Ah, ich wollte da nicht rauchen. Mann. Oh, ein Verkaufsladen. Look, Suchong, that's the name you had me tell Atlas. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker. When you drowned Song. Over a year from now. Yeah, that's right, I... When I could see all the doors, it all made sense, but now... Now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Ach so? Ich kenne den Weg nicht. Aber gut, wenn du ihn kennst, Elizabeth. Was haben wir hier? Ein Film! Yay! Ich mag Filme. Das Nitono-Theater präsentiert freie Menschen, freie Märkte. There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the traps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine, no. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Oh my god. Now you know. The more you know. Okay, was können wir hier kaufen? Wir haben $4. Wir können ein Sandwich und Zigaretten kaufen. Nee, möchte ich aber nicht. Danke. Hey, I got a family to feed. Sorry. Vielleicht hier lang? Hallo? Das ist wieder die Vorschule, hier kommen wir noch her. Ja, genau, wir müssen hier raus. Kann ich hier was machen? Ach, Tür, ich kann...
Elizabeth kann die Tür anheben? Ach so, ah. Ich dachte, sie muss da jetzt drunter greifen. Okay, das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Haben wir ein Lockpick? Ein Pick benötigt. Müssen wir noch einen Pick suchen. Dann heben wir mal diese Tür an. Ich dachte, wir bräuchten ja jetzt Electrobolt, um das Ding auffahren zu lassen. Aber so geht es natürlich auch. Genderbender. Guten Tag. I was here as well. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. Stimmt. Oder? Waren wir das nicht zusammen? War da Elizabeth nicht mit uns zusammen, als sie... ich wollte gar nicht springen. Ich wollte nur wieder aufstehen. Die Tür ist verschlossen. Dollar und ein Ring. Mother, may I? Mami, darf ich? Da ist irgendwas drin. Ein Pick benötigt. Oh, ein Audiotagebuch. Yay! Dear Madam, I have received your letter regarding our new line of Peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. This is rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. Okay, irgendjemand hat irgendwas geholt und damit halt einfach Pech gehabt, weil was mit den Geräten angeschafft wird, ist dem Verkäufer egal. Was muss ich tun? Aber wie komme ich denn da hin? Ich habe doch keinen Lockpick. Ich muss hier durch, nicht wahr? Ja, hier muss ich durch. Aber ich brauche einen Lockpick. Ach, habe ich einen? Ach so. Ein blauer Stift. Und was ist denn ein Krachmacher? Dann wollen wir mal gucken. Das sind alle. Was ist ein Krachmacher? Was ist das? Du hast einen Krachmacher erhalten. Rüste ihn aus und schieß ihn auf die Fenster rechts, um die Splicer von dir abzulecken. Ah, das werden wir nochmal in der nächsten Folge machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.